Im März 2020 finden die Wirtschaftskammerwahlen statt. Der Niederösterreichische Wirtschaftsbund eröffnete nun seinen Wahlkampf und präsentierte nicht nur seinen Spitzenkandidaten Wolfgang Ecker, sondern auch seine wichtigsten Wahlkampfthemen. Wirtschaftsbund Niederösterreich Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker gibt als Spitzenkandidat klar die Richtung vor. Für die Wahl gibt es drei Ziele für uns. Die Wahlbeteiligung halten. Für eine hohe Legitimation in der Wirtschaftskammer, was ganz, ganz wichtig ist. Eine klare Mehrheit für den Wirtschaftsbund. Wir wollen, wie der Herr Direktor schon gesagt hat, aus eigener Kraft schnell und engagiert arbeiten können. Wir wollen uns nicht auf faule Kompromisse oder Kuhhandel mit anderen einlassen müssen. Es geht einfach darum, dass wir schnell und zügig arbeiten können. Wir wollen alle Fachgruppenobleute und alle Spitzenfunktionäre stellen. Wir sind stolz auf die Leistungen unserer Funktionärinnen und unserer Funktionäre und wollen, dass sie auch in der Zukunft Führungsrollen in den Fachgruppen übernehmen. Dazu müsste der Wirtschaftsbund die klare Mehrheit von 72,9% bei der letzten Wahl 2015 verteidigen bzw. weiter ausbauen. Mit dem Slogan Zuhören, Anpacken, Umsetzen will man dieses Ergebnis erreichen. Und mit denen haben wir begonnen vor 4-5 Monaten, dass wir einmal durch das ganze Bundesland getourt sind und einmal zugehört haben, die Probleme, Schwierigkeiten, die Ideen unserer Unternehmerinnen und Unternehmer aufgenommen haben. Und jetzt packen wir an und setzen um. Rund 15.000 Betriebe will der Wirtschaftsbund Niederösterreich mit rund 1.500 Funktionärinnen und Funktionären in den kommenden Wochen und Monaten bis zur Wahl besuchen. Nachdem die breite Öffentlichkeit nicht wahlberechtigt ist, sondern nur die 100.000 Unternehmerinnen und Unternehmer in Niederösterreich, fokussieren wir den Wahlkampf auf diese Gruppe. Wir suchen den persönlichen Kontakt zu den Unternehmern. Tragende Themen sollen dabei unter anderem die Absenkung von Steuern und Abgaben, die Bekämpfung des Fachkräftemangels, der Bürokratieabbau, die Aufwertung der Lehre, der Ausbau des Verkehrsnetzes und die Etablierung von schnellem Internet für alle sein. Wir werden die Themen in den kommenden Wochen in den politischen Diskurs einbringen und rasch und unbürokratische Lösungen für die Probleme der Unternehmerinnen und Unternehmer in Niederösterreich finden. Die Leinen sind los, die Segel sind gesetzt. Jetzt heißt es Fahrt aufnehmen Richtung Wirtschaftskammerwahl. Unter diesem Motto Zuhören, Anpacken, Umsetzen werden wir mit voller Kraft dafür arbeiten, dass die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft in Niederösterreich jeden Tag ein Stück verbessert werden kann.